Sprechen wir über Reisanbau. Der Reis ist die größte Nahrungsgrundlage der Welt, verbraucht unglaubliche Mengen Wasser. Die Landwirtschaft verbraucht etwa 80% der Wasserressourcen weltweit, also des Süßwassers. Und davon ist der Nassreisanbau mit 50% einfach ein unglaublicher Wasserverschwender. Wir wollen Reis intelligenter anbauen und da haben wir bei mir am Institut ein System entwickelt und das nennen wir iRice. I für intelligent und Rice. Und das I steht aber auch für Intercropping. Da kommen wir dann vom Wasser weg und ich werde das jetzt mal ein bisschen erläutern, wie das läuft. So, wir haben jetzt hier mal ein Reisfeld. Jetzt ist das mal halt ein konventionelles Reisfeld, wo der Reis reingepflanzt wird. Der wird ja vorgezogen und reingepflanzt. Und diese Felder hier, die werden dann geflutet. Und von der Seite sieht das dann so aus, dass der Reis wächst hier. Wird relativ dicht gepflanzt, so 10 cm, braucht sehr viel Saatgut dabei. Und die Pflanzen sind sehr, sehr dicht, sodass sie eigentlich gar nicht so richtig ihrer Natur da gerecht werden können. Da hier steht Wasser. Und das Fluten hat halt den Vorteil, dass der Unterwuchs unterdrückt wird, weil die wenigsten Landpflanzen unter Wasser wachsen können. Reis macht es wie gesagt auch nicht gerne, aber notfalls kann er das. Und so hat man den Reis gezwungen, unter Wasser zu wachsen. Und damit werden diese irrsinnigen Mengen von Wasser verdunstet. Und das ist halt etwas, was letztlich verheerende Folgen hat, Dürre, Hungersnöte verursacht. Und dieses System ist in wenigen Fällen vielleicht sinnvoll, aber insgesamt überhaupt nicht zu tolerieren. Jetzt gibt es schon seit ein paar Jahrzehnten eine deutlich bessere Entwicklung. Das ist ein Trockenreissystem, wo die Reispflanzen sehr viel weiter auseinandergesetzt werden. Das spart sehr viel Saatgut schon mal. Und wenn man das von der Seite anguckt, dann ist es so, dass die Reispflanzen, da es weniger sind, haben die den Platz und können sich richtig entwickeln, so wie ihre Natur das ist. Das geht übrigens mit Roggen und Weizen und so auch. Ich würde mich freuen, wenn jemand mal Erfahrungen über Roggen und so da berichtet. Und jetzt ist halt das Wurzelwerk hier beim Nassreis ist sehr spärlich. Und beim SRI-Reis, wenn man das mal so ausbuddelt, das ist gigantisch. Also da entstehen gigantische Wurzeln, die dann halt auch hier die Nährstoffe hochtransportieren, Wasser auch noch holen können, wenn es Dürre hat und dass der Reis dann nicht eingeht, dass die Nahrungssicherheit gewährleistet wird. Die Erfahrungen beim SRI-System, ich schreibe das mal eben auf, das ist hier SRI. Ist in Madagaskar irgendwo entwickelt worden. Die University of Cornell in USA hat das seit 30, 40 Jahren promoted. Und wir haben von Cornell jetzt eine sehr, sehr positive Rückmeldung über unser System. Die sagen, das ist jetzt die nächste Level von SRI. Und das stelle ich halt jetzt dar. Beim SRI-Anbau hat man halt festgestellt, dass die Pflanzen hier, da sie ihrer Natur nach wachsen können, sehr viel mehr Pflanzen, mehr, sehr, sehr viel mehr Frucht auch entwickeln, während beim üblichen Nassreisanbau die Pflanzen halt sehr wenig pro Pflanze bringen, ist es beim SRI-Anbau sehr, sehr viel pro Pflanze. Es gab zwei Weltrekorde schon mit SRI. In Ertrag, also es ist auch noch ertragreicher, das System, wenn es richtig gemacht wird.
Jetzt hat SRI aber ein ganz, ganz großes Problem und da wird sehr viel kritisiert, sehr viel angegriffen. Leute sind immer sehr schnell dabei anzugreifen, weil sie die Dinge nicht verstehen oder zu faul oder zu doof sind zu recherchieren. Ja, einfaches Nachplappern ist halt irgendwie was für Idioten und das scheint irgendwie fast das Gängige zu werden. Also bitte recherchieren, wirklich gucken, was los ist in allen Themenbereichen. Und jetzt gibt es halt eine Kritik, die angemessen ist. Da ist halt tatsächlich beim SRI-Anbau haben wir halt einiges an Unterwuchs. Das ist halt sogenannte Unkraut, was dann halt die Frucht überwuchert. Und so muss man halt immer wieder hier rein und das jäten. Und in den warmen Ländern wächst das schön schnell. Also es kommt sehr schnell wieder. Das ist also einiges an Arbeitsaufwand. Und das ist gerade für arme Familien ein wesentlicher Punkt. Ja, jetzt kommen wir zu unserem iRice-System. iRice. Und es basiert auf SRI. Also das ist im Grunde das gleiche hier wie das SRI-System. Auch diese Pflanzen werden weiter auseinandergesetzt. Und das ist halt letztlich das, was die ganze Erfahrung, die ja Tausende von Trainingscenter und so, die können jetzt einfach da relativ leicht umstellen auf iRice und das wird hoffentlich bald passieren. Wie gesagt, die Akteure melden sich zurück und sind begeistert. Und jetzt ist halt die Idee bei dem System von iRice. Erstmal ist das gleiche wie SRI. Wir haben hier sehr kräftige Pflanzen, die so 20, 25, 30 Zentimeter weit auseinanderstehen, dadurch sich richtig gut entwickeln können, das starke Wurzelwerk haben. Und jetzt gibt es halt einen genialen Trick, den Tafsif bei seiner Arbeit in Kaschmir, beziehungsweise was er auch schon beobachtet hat, er kommt aus der Region dort, dass die Menschen beim Maisanbau Bohnen an den Mais setzen und das sehr erfolgreich ist. Und er hat jetzt dieses System, weil er jetzt da von mir dann von SRI gehört hat. Ich hatte das in Indonesien kennengelernt vor 20 Jahren von einem der frühen Forscher, auch Felder besichtigt damals. Das war sehr überzeugend. Der Mann, der das damals dort erforscht hat, war in der Verfahrenstechnik und als er dann das propagiert hat, dann hat man ihm seine Stelle gekündigt an der Uni, weil das natürlich den Verkauf von Agrochemikalien da ja einfach schwieriger macht. Er hat eine NGO gegründet, hat weiter seine Lehre auch gemacht und war ein glücklicher Mensch. Ich habe ihn kennengelernt, als er schon im fortgeschrittenen Alter war. Er war sehr, sehr froh, dass er seinem Herzen gefolgt ist und nicht jetzt zurückgeschreckt ist. Und das System ist inzwischen, wie gesagt, sehr, sehr verbreitet. Und jetzt ist die Idee von Tafsif, dass er gesehen hat, okay, wir setzen da Bohnen rein, und zwar Buschbohnen, und die säen wir immer so zwischen vier Reispflanzen. Und das wäre also jetzt hier von der Seite gesehen. Und dann haben wir hier eine Bohne, die halt dann so gepflanzt wird. Nee, die wird gesät. Der Reis wird gepflanzt. Die wird gesät, so dass der Reis nicht überwuchert wird. Und das ist noch ein bisschen knifflig, das auszuprobieren. Und jetzt macht diese Zwischenfrucht, also das Intercropping von der Bohne, hat jetzt ein flaches Wurzelwerk, das konkurriert nicht mit den Wurzeln vom Reis, sondern es kooperiert. Und diese Kooperation läuft so, dass halt unter anderem die Bohne Stickstoff liefert. Also es ist eine sogenannte Leguminose und im Wurzelwerk der Bohne sind die Knöllchenbakterien, die dann Stickstoff liefern für den Reis. Und der Stickstoff wird halt hier so rings um die Bohne immer geliefert, sodass wir eine gute Stickstoffversorgung im Feld haben. Und wir haben dann ja einfach eine deutlich bessere Entwicklung. Also es hat noch mehr Ertrag, stabileren Ertrag als der SRI. Wir haben das im Versuch
beides parallel betrieben. Und es hat sich gezeigt, dass halt die Kombination Bohne und Reis hervorragend funktioniert. Insofern ist halt jetzt die Stickstoffversorgung gesichert. Und jetzt zurück zu dem großen Nachteil von SRI. Das ist der Unterwuchs. Also schon wieder muss hier gejätet werden und wächst wieder schnell hoch. Und jetzt haben wir festgestellt, dass das war überraschend, das war nicht geplant, muss man ehrlicherweise sagen. Jetzt ist halt hat Tafsi festgestellt in seiner Forschung, dass die Bohne jetzt eine ordentliche Verschattung bringt, so dass da gar nicht mehr so leicht Unterwuchs wachsen kann. Und im Endeffekt hat die Bohne den Unterwuchs um die 70% reduziert und dadurch halt diese wahnsinnige Mehrarbeit weggenommen. Und nicht nur das, sondern sie produziert nochmal eigene Früchte. Also wir haben da zwei Früchte, also ich male die einfach jetzt mal so. Hier haben wir noch die Bohnen. Muss allerdings sagen, das muss gut getimt werden, dass das halt vom Ablauf her auch zusammenpasst. Ja, und dieses System von iRice, das ist dermaßen überzeugend, dass jetzt die Bauern, die das machen, deutlich mehr Geld verdienen. Wir haben hier beim Nassreisanbau haben wir Input von Stickstoffdünger. NPK ist das üblicherweise, Stickstoff, Phosphor, Kalium. Das ist teuer, das kostet richtig viel Geld. Das ist ein Geld, was die Kleinbauern nicht haben. Sie müssen sehr viel Saatgut kaufen. Sie brauchen sehr viel Wasser. Und das ist etwas, das die Kleinbauern halt oft so wenig verdienen, dass die Kinder nicht zur Schule gehen können, dass Hunger herrscht in diesen Familien. Die Kredite für solche Bauern sind, was weiß ich, 50% pro Jahr oder pro Halbjahr sogar. Das ist schrecklich. Und das ist halt etwas, was absolut nicht geht. Also da sollte man von wegkommen, so schnell wie möglich. SRI ist da besser. Und eine der Dinge, die man braucht, weil die Pflanze muss natürlich irgendwo gedüngt sein. Und da ist halt es nötig, dass die Pflanze Kompost bekommt. Also ich habe einfach mal K für Kompost. Ist jetzt nicht Kalium und das brauchen wir hier in dem System auch. Und jetzt hat aber Kompost oft nicht so viel Stickstoff, aber durchaus Phosphor, Kalium, aber nicht nur das, sondern halt auch, was weiß ich, Schwefel, Calcium, Magnesium, Spurenelemente und so weiter. Also die Pflanze kann auch sehr viel gesünder sein, weil sie halt einfach dann eine höhere Nährstoffdichte entwickelt. Also auch das führt dazu, dass die Menschen gesünder bleiben. Sorry, das zerstört immer Milliardenmärkte, aber pervertierte Industrien sollten verschwinden. Und ich würde mich freuen, wenn auch da Fair Play endlich mal kommt und nicht die Menschen, die sich für solche Sachen einsetzen, dann ihre Stellen verlieren oder diffamiert werden und so weiter. Das eine Öffentlichkeit, die einfach nur nachplappert und die Dinge nicht versteht, unterstützt das einfach durch Ignoranz. Und das ist unentschuldbar. Man muss schon so ein bisschen recherchieren, um die Welt zu verstehen und nicht einfach, wenn einem einer immer wieder sagt, so ist das, so ist das, so ist das, dann muss man nicht auch sagen, so ist das, sondern muss man fragen, Moment mal, ist es wirklich so? Und was gibt es da noch für Aspekte? Und das abwägen und sich schlau machen, immer mal wieder neu lernen. Und das ist, was das Menschsein so interessant macht, dass wir doch kreativ sein können und immer wieder zu neuen Dingen kommen. So bei uns zum iRice. Und ich bin völlig begeistert, auch begeistert über die vielen tollen Rückmeldungen, die wir jetzt kriegen. Und da hat Tafsi wirklich eine tolle Sache gemacht. Und wir machen jetzt eine Öffentlichkeitskampagne. Und wer Lust hat, das zu unterstützen, über Masterarbeiten, vielleicht eine Promotion, wenn man eigene Finanzierung organisiert. Da kann man mitwirken, sowohl im Feld in verschiedenen Ländern der Welt oder halt auch an der TU oder von einer anderen Uni aus oder auch Praktiker, die beim Anbau mitmachen, das zum Beispiel jetzt auch mal für Roggen, Weizen, was weiß ich, probieren.
Und da sind wir sehr, sehr froh über Mitwirkungen und Rückmeldungen und vor allen Dingen, dass das bekannt gemacht wird. Also unbedingt Leuten schicken, die mit Ernährung zu tun haben, mit ökologischer Landwirtschaft, mit Wassereffizienz, mit Bekämpfung von Hunger, Armutsbekämpfung und schicken sie gerne diese kleine Präsentation weiter. Und es gibt halt von TAFSIF einen ganzen Vortrag. Ich werde diesen Vortrag auch in Deutsch nochmal machen. Das findet sich dann in den YouTube-Kanälen. Der von TAFSIF wird hier drunter noch aufgeführt. Und somit möchte ich noch kurz zusammenfassen. Wir haben beim High-Rise-Anbau es spart also immense Mengen Wasser ein. Das kriegt jetzt hier mal ein rotes Ausrufungszeichen. Gerade bei der Wasserknappheit durch Klimawandel haben wir da große Probleme und das kann da halt wirklich eine sehr, sehr gute, einen guten Ausweg liefern. Wir brauchen kein Mineral. Dünger. Und das ist auch wichtig, allerdings muss man sagen, dafür Kompost. Und das ist gar nicht so ohne, weil nämlich für Kompost braucht es Flächen, es braucht da auch wieder irgendwo Möglichkeiten, das zu kriegen. Aber es kann lokal produziert werden, wenn während der Mineraldünger kommt aus irgendwelchen Fabriken in anderen Teilen der Welt. Es muss in internationaler Währung da bezahlt werden und das ist für die Bauern, wie gesagt, verheerend. Und jetzt haben wir noch weitere Vorteile. Wir haben die Bohne als Endlieferant. Lieferant. Und ein zweites Produkt. Zweites Produkt. Wenn man das Timing hinkriegt, muss man sagen. Und dann ein ganz, ganz, ganz großer Vorteil ist das sehr viel höhere Einkommen. Und das ist etwas, was halt für Menschen, die oft am Rande der Existenz leben, unglaublich wichtig. Und jetzt die Umstellung auf SRI hat schon vielen, vielen Bauern dazu geholfen, weitermachen zu können, davon leben zu können, mehr und besser zu produzieren. Und mit iRice ist das jetzt die nächste Stufe. Und da bitten Tafsif und ich drum zu unterstützen. Es geht hier im Moment nicht um Geld, sondern es geht darum, einfach zu netzwerken, Menschen das zu empfehlen, mitzuwirken in verschiedenster Art. Wir können gut auch Leute gebrauchen, die Animationen machen können, die Videos produzieren. Und nehmen Sie mit uns Kontakt auf, wenn Sie da Interesse haben. Und bis dahin, vielen, vielen Dank für das Interesse und bis dahin.